Moin moin, liebe Sportsfreunde. Der Cracky heute mal im Zause-Look. Für euch. Willkommen zu einer ganz besonders ernsten wie wir unsere oder meine Videologs halt bei uns nennen, hier auf YouTube. YouTube, was habt ihr gemacht? Montagabend gab es einen YouTube-Bot, der mit neuen Schlagwörtern gefüttert wurde. So kann ich es mir zumindest nur erklären. Und dieser hat dann alles, was mit Neujahresansprache bzw. was im Titel Jahresansprache enthielt und wo nicht Frau Merkel zu sehen war oder was auch immer, einfach mal komplett gestrikt und gleich noch den absolut strikefreien Account dahinter komplett weggesperrt. So, Montagabend um 10:30 war auf einmal unser kompletter Account weg und eine Viertelstunde später kam dann die Meldung, dass ein Video von uns einen Community Strike erhalten hat. Das war die Neujahresansprache 2014, der Videopüree. Wegen Glücksspiel, Spam, irreführender Inhalte, Tags, Thumbnails, so ganz allgemein gehalten. Also es wurde nicht konkret gesagt, was die Leute an diesem Video stört oder was damit Sache ist. Und das war dann so. Dann kamen wir nicht mehr auf unseren Account drauf, hatten nur einen Link in der E-Mail, konnten dann darauf reagieren. Das haben wir auch gemacht. Also, dass wir uns das nicht erklären können oder dass wir bitte einfach mehr Infos haben wollen, was denn da nun nicht in Ordnung ist. Am nächsten Tag, relativ zeitnah, muss man sagen, oder in Morgenstunden, mitten in der Nacht, gab es dann eine E-Mail, dass unser Account zu Unrecht gesperrt wurde, er nun wieder entsperrt wurde. Ja, was da entsperrt ist, seht ihr, der Account ist da und 3 willkürlich von YouTube ausgewählte Videos sind auch da. Und sonst von den fast 1500 Videos nichts, gar nichts. Die sind alle bei uns geflaggt im internen Bereich mit vorübergehend nicht verfügbar wegen Kontensperrung oder so. Wart mal, ich kann es euch gleich genau sagen. Also, das geht doch mal gar nicht. Dann wird man da entsperrt und erstmal wird man überhaupt einfach so gesperrt. Ich meine, YouTube hat meine Handynummer. Kommunikation ist doch hier der Schlüssel zum Erfolg, oder? YouTube prügelt einem ein, wie man doch seine Community, seine Fans, seine Userschaft mehr an sich bindet, indem man mit den Leuten kommuniziert auf Augenhöhe und so, wie man ja mehr Klicks generiert und dann am besten noch Werbeeinnahmen, von denen YouTube natürlich den größten Batzen sich einsteckt. Und sie selber kriegen es nicht auf die Reihe, lassen so einen Bot einfach, bums, einfach so einen ganzen Account abschießen, der jetzt seit bald 3 Tagen einfach nicht erreichbar ist, beziehungsweise mit 3 Asbach-Uralt-Videos nur erreichbar ist. Also ich verstehe es nicht. So, hier, Videomanager. Der Videomanager sagt, abgelehnt. Ja, also diese ganzen Videos wurden abgelehnt. Wir können auch an den Videos gar nichts mehr machen. Wir sehen, wie lang die Videos waren, was die für einen Titel haben und wie viele Aufrufe und Likes und Dislikes sie hatten und so, wie viele Kommentare. Das steht abgelehnt, in Klammern, Konto wurde vorübergehend gesperrt. Was bedeutet das jetzt? Also, wir haben jetzt nochmal eine Anfrage diesbezüglich gestellt, weil von wegen, hallo, man muss ja erstmal überhaupt was finden, der vielen Dank an den Bersi hier, der sich da durch die ganzen Support-Seiten geklickt hat, bis man dann tatsächlich mal eine entsprechende E-Mail-Adresse herausfindet, wo man sich hinwenden kann. Und die nette Dame dort, die hat gesagt, ja, ich gebe das dann mal an den technischen Dienst weiter, so frei nach dem Motto, und in den nächsten Tagen gibt es dann Antwort. Jetzt ohne Witz, also ich weiß nicht, wenn man ein bisschen labiler ist und sich so eine Fanbasis aufgebaut hat und dann wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen, das ist ganz schön gefährliches Gebiet, was ihr da bestreitet, YouTube. Ohne Kommunikation, ohne zu sagen, hey Leute, übrigens, Neujahresansprache ist ein riesiges Problem, weil da muss Frau Merkel zu sehen sein oder Wasser oder Präsident von Nicaragua. Ja, bitte ändert den Titel, weil der ist dann irreführend nach unseren Richtlinien. Ja, alle anderen großen YouTuber, Liv Floyd und weiß der Geier was, die können sich dann immer einen Hitler drauf machen und hier die Titten und das ist dann alles scheißegal, weil da steht ja ein Netzwerk hinter. Ihr seid doch, es ist doch unglaublich. Also ich finde es unverschämt, echt. Ja, wir haben in diesem Video, haben wir gewichtelt. Wir haben
ein Riesen-Event zwischen den Jahren gemacht, wo wir viele Videos aufgenommen haben. Am nächsten Tag haben wir ein bisschen gewichtelt untereinander, haben ein bisschen gebabbelt, was wir so von dem Jahr erwarten, was wir zocken werden und so weiter und so weiter. Und mein Ursprungsgedanke war ja, wo ich gerade bei Möpsen war, ich habe ein Malbuch gewichtelt bekommen. Mal meine Möpse aus. Also so ein Spaß-Malbuch für Männer, wo halt gezeichnete, oberkörperfreie, nackte Damen drin sind. 10 Sekunden wird in diesem Video über meine Schulter gefilmt, wie ich durch dieses Buch blättere. Und da sieht man auch mal eine entblößte Brust. Würde im Zweifelsfall aber wahrscheinlich als Kunst durchgehen, weil komplette Bodypaintings auf YouTube sind ja kein Problem mit Nahaufnahmen noch und nöcher. Also, das war so der erste Gedanke. Aber der gute Rainer Schauder, der mir vorher nicht geläufig war, man hat es nur so nebenher mal so ein bisschen gesehen, der auch irgendwie für Rocket Beans auch gearbeitet hat oder arbeitet ab und zu und an, der hat genau das gleiche Problem. Den hat es auch am Montagabend erwischt, wie aus heiterem Himmel. Und bei ihm sind just aktuell auf dem Kanal nur seine beiden Neujahrsansprachen, für die er diesen Komplettbann bekommen hat, online. Und der Rest ist auch futsch. Der gute Mann möchte jetzt zu Dailymotion wechseln. Wir waren schon bei Dailymotion. Wir waren schon bei Rever. Wir waren schon bei Sevenload. Wir sind ja nicht erst seit einem Jahr, sondern schon seit 8 Jahren dabei. Der Herr Schauder ist auch schon länger dabei, ist schon klar. Wir sind seit 8 Jahren mit der ollen Video-Games-Berichterstattung, dem Video-Blödsinn, sind wir dabei. Und jetzt hat gerade YouTube wirklich so die Kurve gekriegt, wo man unbegrenzt lange Videos hochladen kann, wo man als normaler YouTube-Partner dann und wann bei bestimmten Inhalten tatsächlich auch mal eine kleine Kröte dazu verdienen kann, wo man einfach eine tolle Community-Funktion hat, nachdem die Google-Plus-Umstellung dann auch mal komplett gelaufen war, wo man toll mit den Leuten kommunizieren kann, wo auf den Videos angezeigt wird, wenn wir live am Streamen sind, ja bei twitch.tv, was einfach ganz toll ist, um die Leute zu erreichen da draußen und vielleicht auch seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. In den letzten Monaten lief es echt gut bei uns. Und jetzt einfach der krasse Cut, zack, weg. Was wir jetzt machen, wissen wir nicht. Wir warten jetzt erstmal ab und trinken noch ein bisschen Tee. Ich wollte eigentlich zur Entspannung auf YouTube unser Durchgezockt-Spezial zu dem kuriosen japanischen Nintendo WiiWare-Spiel Poles Big Adventure hochladen. Das ist ein Video, was 41 Minuten lang geht. Ratet mal, was passiert ist. Dieses Video wurde abgelehnt, weil zu lang. Das heißt, wir haben auch wieder das Zeitlimit von 15:59 drin. Danke, YouTube. Ganz toll, echt. Granatenmäßig. Das Problem ist, Dailymotion ist auch keine Alternative, weil Dailymotion habe ich mir vor kurzem noch angesehen. Dailymotion hat eine Dateigrößenbegrenzung und hat auch eine Zeitbegrenzung. Lasst mich nicht lügen. Halbe Stunde oder 45 Minuten. Die hatten sie mal nicht. Also das ist halt auch, da reicht das als Community-Bau-Plattform und dergleichen, wo wir jetzt wirklich mit den ganzen, mit den Rechnervideos wirklich viele Leute erreichen konnten in der letzten Zeit, ist YouTube einfach das A und O. Nur ich finde es halt unmöglich, wie da keine Kommunikation stattfindet. Dann gibt es dann Supportseiten, da steht drauf, du wirst eine detaillierte Information erhalten, was zu dem Strike geführt hat oder was dazu geführt hat, warum wir dir jetzt hier einen Stempel ins Gesicht drücken. Banane, allgemein formuliert, Spam, Irreführung, Glücksspiel, ja nee, ist klar, wegen Neujahresansprache. Hallo, wo sind wir denn hier? So, in diesem Sinne, Leute, bleibt geduldig, heute kommt ein dickes Paket mit Hardware-Teilen, das ist ein neues Rechnerbauvideo. Wenn wir dann irgendwann freigeschaltet sind, dann gibt es das auch zu sehen. Der Cracky ist erstmal raus und stay tuned auf Twitter, folgt uns da auf, mit Ravioli und wir werden jetzt die Tage auch immer regelmäßig abends so ein bisschen livestreamen, weil mit Videos ist ja im Moment nichts zu holen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, macht's gut, habt noch eine angenehme Woche und hoffentlich reguliert sich das hier bald. Und YouTube, arbeitet an eurer Kommunikation, gebt mal ein paar Euros in ein vernünftiges Ticketsystem. Das wäre doch mal eine echte Hilfe. Normalerweise heißt es ja 3 Strikes und Bums weg. Und nicht ein Autobot-Strike und zack, 1500 Videos. Schwing! Da gehen euch auch ein paar Kohlen durch die Lappen. Aber wem sage ich das? So. Cracky ist raus, hat sich in Rage gelabert und jetzt gehe ich unter der Dusche. Bis demnächst.